Oho, was haben wir denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf Disteln. So. Und dann mal hier so lang. Durch den nächtlichen Dunkelwald. Düsterwald, Entschuldigung. Das heißt ja jetzt Düsterwald. Da sind nochmal Beeren. Aber nur drei. Dann zeichne ich die auch nicht ein, beziehungsweise vier. Eigentlich trage ich sie ab vier ein, aber es gibt deutlich größere Spots. Da. Müssen wir gleich hin. Ich gehe erstmal hier so gucken. Hier sind nochmal Blaubeeren. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das ist so die Mindestanzahl an Spawns, ne? Von Beerenbüschen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was haben wir denn hier? Kann man hier irgendwie was looten? Nö. Nix. Boring. Dann weg hier. Hier sind noch mehr Untote. Aber die interessieren mich nicht. Ah, das sieht ja cool aus. Hat so ein bisschen was von Skyrim, ne? Mit diesem Schnee und dann so diese Höhle da. So diese Drauge-Gruften aus Skyrim. Da ist noch ein Troll. Wo war denn dieser richtig hell glowing Spot? War das hier? So, Klappe. Alle mitnehmen. Die kloppen sich, sollen sie machen. Eins, zwei, die trage ich nicht ein. Shit, wo war denn hier dieser richtig helle, leuchtende Punkt? Da stand ich doch ungefähr hier, ne? Und habe nach da geguckt. Verdammt, wäre ich mal direkt hingegangen. Das waren doch übelst viele auf einem Haufen, oder nicht? Der da? Ist es der da? Moment. Ja, ich glaube, das ist es. Eins, zwei, drei, vier. Speichere ich mal hier ein. Disteln 4. Sehr gut. So, weiter geht's. Blaubeeren schon wieder ohne Ende. Aber ich habe eigentlich gar nicht so ein Interesse an Disteln, sondern vielmehr an den roten Pilzen. Aber die sind echt spärlich, ne? Ich glaube, weil die in mehreren Biomen sind. Entschuldigung. Bei den mehreren Biomen sind, ist es glaube ich so, dass man, wenn man sie findet, sie eher selten sind. Ne? Also dass sie halt spärlicher gesät sind. Und dafür mehr verteilt. Weil zum Beispiel diese Blaubeeren, die findet man ja nur im Dunkelwald. Ausschließlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja komm. Blaubeeren 5. Klappe. So, ich kann mal wieder was essen. Alles in den Kopf rein und weiter geht's. Hier die Ecke erkunden. Da ist wieder ein Distelhaufen. Pilze sehe ich keine. 1, 2, 3 und 4. Disteln 4. So. Okay. Aber ansonsten, hier haben wir schon alles erkundet. Was meine ich, ne? Nachts ist das richtig gut zu erkennen, wo sich hier Disteln befinden. 1, 2. Ist es nicht wert.
Das ist wieder so eine, wo es keine Truhe gibt, ne? Ich guck mal. Vielleicht ist das ja auch random, dass da eine spawnt. Aber nee. Gibt's nicht. Gut. Dann mal hier hinunter. So querfeld ein. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Blaubeeren, sechs. So, wieder ein Distelhaufen, hin dort. Eins, zwei, drei, vier. Disteln, vier. So. Eins, zwei, drei. Lohnt sich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Lohnt sich auch nicht. Oh, 5. Dann lohnt es sich eigentlich wieder, ne? So, Alter. So. Ruhe. Ah, hier ist auch ein Dingens. Ein Untoten-Spawner. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass hier Untote rumlaufen. Da kommt auch wieder diese unheimliche Musik. So, wie machen wir das am sinnvollsten? Eigentlich hier so, irgendwie. Ne? Das Gebirge als letztes. Glaube ich. Also gehe ich mal lieber doch dort lang. Ich orientiere mich einfach immer an der Minimap, ne? Da, wo diese unerkundeten Gebiete sind, laufe ich hin. Verzeihung, muss ich kurz husten. Habe irgendwie gerade einen trockenen Hals. Frag mich wovon, vielleicht vom Käffchen, das ich gerade getrunken habe. Den ich gerade getrunken habe. Hier ist auch nichts. Und nicht einen roten Pilz. Also, wir haben hier welche gefunden an der Küste, aber hier irgendwie gar nicht. Ist aber schade. Wahrscheinlich bin ich schon an einigen vorbeigerannt und hab's gar nicht mitgekriegt, ne? Da gehe ich stark von aus. Oh, hier sind nochmal Blaubeeren. 1, 2, 3, 4. So. Oh, wir sind auch nicht mehr gut ausgeruht. Oh, jetzt hätte ich gerne so einen Ruhestein oder so, der mich nach Hause teleportiert. Eins und zwei, drei. Ja, gut. Lass ich mal. Hier ist... Ist das Gebirge? Nee. Ich glaube, das ist einfach so ein Nebel, ne? Weil das sieht da oben so ein bisschen aus wie so ein Gebirgsgebiet. Dieses Graue, dieses Weiß-Graue. Aber ich kann mich auch irren. Und das ist einfach nur so ein Nebel. Aber doch, ne? Das da. Huch. Ah, er speichert. Lag, 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 lag. Und es ist wieder morgens. Wir sind die ganze Nacht durchgewandert. Sehr gut. Aber nicht ein Pilz. Hm. Wahrscheinlich ist es wirklich so, ne? Mit dem, dass man daneben stehen muss und warten. Das wäre so mies. Weil dann müsste ich alles nochmal abklappern. Aber irgendwie sehe ich nichts. Da ist schon wieder ein Troll. Was ist denn hier los? Das ist wohl der Trollwald hier, wa? Ja, dann mache ich den mal kurz platt, damit er mich nicht nervt. Und der hier nicht alles kaputt macht. So wie er es gerade tut. Autsch. Brauche ich den Schild gar nicht. Der macht gar nicht so viel Schaden. So, Ruhe jetzt.
Dieser Hintern. Was soll denn das? So. Gucken. Ja, doch. Wird kleiner. Hier, Pilze. 1, 2, 3, 4. Besser als 0, ne? Rote Pilze 4. Da sind rote Pilze 3. Die sind aber noch nicht wieder da, glaube ich. Ich gehe trotzdem mal kurz hin. Also dies denn. 1 und 2. Okay. Die Blaubeeren lasse ich mal. Davon haben wir genug. Erstmal. Und ich muss mal kurz nachsehen. Ich glaube aber, die sind noch nicht respawned, ne? Die müssten hier sein. Und hier sind keine. Ja, und da waren die Stillen. Hier ist also gar nichts. Schade. Ja gut, dann gehen wir wieder zu unserer Erkundungstour zurück. Hatten wir uns ja schon ein Gebiet abgesteckt, wie wir es laufen wollten, so. Und einfach geradeaus. Komm schon, Pilze. Gebt mir die roten Pilze. Nichts. Auch nichts. Blaubeeren ohne Ende mal wieder. Die lasse ich mal links liegen. Beziehungsweise rechts. da sind nochmal die Stillen. Beziehungsweise eine. Ja gut. Und hier ist tatsächlich, das ist glaube ich so ein Stück Gebirge. So wie es aussieht. Wenn ich mich hier drauf stelle, ändert sich auch das Gebiet oben. Hä? Wie sehen die denn aus? Die sind alle so weiß. Hier ist tatsächlich Gebirgsbiom, ne? Nee, aber oben steht nur Düsterwald, wie man sieht. Ich glaube aber, die sind so weit oben, dass sie so weiß sind. Das habe ich noch nie gesehen. Also zumindest so im Dunkelwald einfach. Sieht irgendwie cool aus. So, du hältst die Schnauze. 1, 2... Das markiere ich mir mal hier. Wie sieht denn das aus? Das sieht ein bisschen aus wie Frost oder Staub oder Schnee. Ich nenne es einfach mal die Weißbaumlichtung. Oder? Da habe ich das hier immer genommen für schöne Orte. Weißbaumlichtung. Schick, schick. Lass ich mal so. Das bleibt schön unberührt. Und dann gehen wir mal hier weiter. Da haben wir wieder ein paar Diesbaum. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Oh, nee. Den Punkt für Ressourcen. So. Und klappern hier mal alles ab. So. Links, rechts gucken. Nach Pilzen. Ich bin bestimmt schon an Tausenden vorbeigerannt. Gehe ich stark von aus. 1, 2, 3, 4, 5. Lohnt sich nicht einzutragen. Das lasse ich jetzt mal bei Blaubeeren. Sonst wird mir das hier ein bisschen too much. Den Troll da, ich hoffe, der sieht mich nicht. Den lasse ich mal in Ruhe. Ah. Ja, die Grauzwerge haben mich natürlich gesehen. Und laufen mir wieder hinterher und gehen mir auf die Nerven. So. Ich scanne mal kurz den Wald ab. Hier ist einfach gar nichts. Absolut nothing. Nothing. Hier lang. So. Da.
Toll. 2. Hervorragend. Die Stillen. 1, 2, 3, 4. Ja, komm. Die Stillen. 4. Warum nicht? Dann mache ich auch diesen Baum hier mal weg, damit ich die nächstes Mal besser sehe. So. Und noch ein Hit. Zack. Ja, der kann da so liegen bleiben. Hauptsache die Disteln sehe ich. Das hier kann ich mal wegschmeißen. Das auch. Boah. Wir haben schon 2 Stacks hiervon, 2 Stacks davon. Ich hätte lieber 2 Stacks davon. Ehrlich gesagt. Ja, den nehme ich mal mit, solange er mein Inventar nicht zumüllt. Aber ich glaube, wir müssen gleich auch durchs Gebirge, ne? Da gehe ich stark von aus, dass dann wieder wir Sachen aussortieren müssen aus unserem Inventar. Weil ich zum Beispiel sowas wie Kristalle oder so mitnehmen will. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja aber auch gar keinen Feind. Weil auch Kristalle und so haben wir eigentlich genug, ne? Ich sollte mich wirklich auf die Ressourcen konzentrieren, die auf der Liste stehen, die wir noch abfarmen müssen. Und das sind vor allem rote Pilze, ne? Die Disteln werden immer mehr. Ich glaube, das können wir auch bald abhaken. Aber mal schauen. Ah, hier ist das Gebirge. Ne, das ist dieses hier. Aber ich gehe erstmal hier so lang. Mann, was ist denn los? Verzeihung. Hier so ums Eck. Ah, der hat nur einen Stern. Wie sehen die eigentlich mit 2 Sternen aus? Haben die dann so ein noch prächtigeres Geweih? Keine Ahnung. Ja, das Gebirge mache ich mal als letztes. Also gehe ich mal hier so lang. Auf der Suche nach roten Pilzen. Gar nichts. Außer Grauzwerge und Hirsche. Aber auch davon haben wir mehr als genug. Also von dem Hirsch-Stuff. Sowohl Felle als auch Fleisch und so weiter. Sind wir mehr als... Oh! Na also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die speichere ich definitiv ein. Rote Pilze 6. Ne, das meine ich. Hier bin ich doch gerade gewesen und hier bin ich gerade vorbeigerannt. An den roten Pilzen. Die leuchten halt aber auch nicht so auffällig wie diese Disteln. Ist natürlich gemein. Da! Habe ich einen gesehen. Sogar mehrere. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal 6. Top. Klappe und Klappe. So. Rote Pilze 6. Dann nochmal hier die letzte Lücke. Hier so ums Eck rum. So. Hier noch irgendwie was Pilziges? Nee. Die ergeben sich einen riesigen... die... Wie sagt man? Ergeben sich? Nein. Die geben sich einen erbitterten Kampf. Sagt man das? Die geben sich einen Kampf? Nee. Führen einen Kampf? Niemand führt ja eine Schlacht, ne? Keine Ahnung. Ich gehe mal hier so, mach hier die letzte Ecke und mach dann hier so den Gipfel und dann gehen wir zurück zur Grasland Base. Ja, ja. Du nervst mich nur. Sowieso ein sehr kleines Gebirge, ne? Das sind Wölfchens. Lasst mich bitte in Ruhe. Von euch habe ich mehr als genug. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mehr als genug Wölfe. Ja, aber hier auf dem Gebirge gibt es eigentlich nichts, was wir brauchen, ne? Vielleicht die ein oder andere Gefrierdrüse von einem Drachen. Die kann man immer gut gebrauchen. Für Frosttränke braucht man die, glaube ich, ne? Hier für Frostwiderstandsmet. Aber keine Ahnung. So. Eine Frosthöhle wäre natürlich cool. Aber ich habe das Gefühl... Das braucht eine gewisse Höhe.
Das heißt, wenn wir eine Frosthöhle finden, dann eher so auf dieser Höhe. Das hier zum Beispiel könnte so ein Stein sein. Keine Ahnung. Das sehen wir gleich. Ich will hier nochmal kurz einen Schlenker machen zum dunklen Wald. Oh, ein Wölfchen. Komm mal hierher. Zack. Und noch ein Hit. So,